Ich werde Germany's Next Topmodel 2023, weil ich das Zeug dazu habe. Mein Name ist Arne. Ich bin 21 Jahre alt, komme aus der Nähe von Hamburg. Auch schon früher in der Grundschule habe ich in die Freundebücher geschrieben, so Berufswunsch Model. Ich drücke natürlich ganz fest die Daumen und werde es alles verfolgen. So wie wir es immer zusammen gemacht haben, sonst jeden Donnerstag. Ich sage nicht, dass die anderen Mädchen das nicht wollen, aber bei mir ist echt so ein kleines Feuer und ich möchte davon leben können und um die Welt reisen. Und ja, ich würde einfach sagen, das ist genau mein Job. An mir selbst mag ich mein Gesicht. Also das ist eine schwierige Frage, weil man, ja, also gerade ich habe so im Leben mal viele Komplexe gehabt. In der 5. Klasse ging das los, dass man sich so vergleicht mit anderen Mädchen und durch Instagram und diese perfekten Leben und Welten und Körper, die man da immer sieht, ist das auf jeden Fall nicht besser geworden. Auf der einen Seite wollte ich immer Model werden und wusste, ich könnte das, ich habe das Zeug dazu. Auf der anderen Seite ist man auch wieder in Selbstzweifel verfallen. Und genau daran arbeite ich jetzt. Ich bin in Therapie seit letztem Jahr Oktober ungefähr. Und das hat schon so viel gebracht. Die wichtigsten Menschen in meinem Leben sind zum einen meine Eltern, mein Freund und meine Freundinnen. Bei allen, weil sie einfach immer für mich da sind und die kennen mich. Gerade meine Eltern. Also egal, was für ein Problem ich habe, ich kann immer zu denen kommen. Und ich glaube nicht, dass das immer super selbstverständlich ist. Die sind natürlich auch super traurig, dass ich weg bin, aber die sind immer so, geh raus in die Welt und mach was aus dir und mach, worauf du Bock hast. Mein Freund findet das total toll, dass ich jetzt hier mitmache. Genau wie meine Eltern unterstützen mich total. Wir sind das so ein bisschen gewohnt, dass man auch mal eine Zeit lang nichts voneinander hört. Das ist super einfach mit ihm und ich bin echt froh, dass er mich da so unterstützt. Mein Freund und ich, wir haben uns durch die Arbeit kennengelernt. Also er ist Sänger und heißt Tom Gregory und hat viele bekannte Hits hier in Deutschland hauptsächlich. Ich bin sehr stolz auf ihn und ja, hoffe, das geht für ihn noch bergauf. Für mich vielleicht auch.